So Leute, weiter geht's bei The Secret of Monkey Island. Ich kann euch schon mal so viel verraten. Ja, irgendwie irgendein Weg, den Tresor zu. Wow, Hey, verdammt! where'd you go? Ja, ich wollte gehen. So jetzt. Irgendein Weg, den Tresor zu öffnen, habe ich nicht gefunden. Und was ist denn hier gerade mit der Framerate los? Ach so, es ist flüssig. Okay, ich habe mich nur gerade gewundert. Ja, was ich aber rausgefunden habe und beziehungsweise, was ich jetzt nochmal schauen werde, beim Troll, ja, da haben wir ihn wirklich schon jedes Item gezeigt. Also, ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, wie es weitergeht. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal wieder zurück, da wo ich Wegzoll bezahlen muss, denn ich probiere es jetzt nochmal mit, weiß ich nicht, mit der Schaufel, mit allem. Mit Minz, mit, oder was ist denn das hier? Pfefferminz, naja. Ich weiß es nicht. Wir wollen irgendwie weiterkommen hier bei Monkey Island 1. Und ja, solange ich nicht weiß, wie das geht, schauen wir mal, ne? Rumexperimentieren. Lichterloh brennt das Ganze hier. So, gehen wir mal hin und schauen uns das Ganze an. Was ist hier? Eine Brücke. Ach, hier ist der Troll, ne? Troll? Ja, da ist er. So, gehe zu Troll. None shall pass. Nein, so pass. Ja gut. Wir geben dir erstmal. So, gib. None shall Pfefferminz. pass. That's pretty useless, but it's not what I want. Okay, How dann. about something saltier? Etwas mit mehr Salz. Gut, wir probieren's dann jetzt mal als nächstes mit dem Fisch. Wahrscheinlich None wird das shall auch falsch sein. pass. Ah, a red herring. Pass. Was? Was? Der rote Hering war. Nam 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 nam. Lecker, lecker. Fisch für zwischendurch. Ah, okay, jetzt dürfen wir auch endlich durchgehen. Danke. Besuchen wir doch erstmal die Lichter. Ach du Heilige, was ist hier denn los? Gehe zu Boot. Spiffy. Niedlich. Gehe zu Schild. Untersuche Schild. Welcome to Stan's previously owned vessels. I'm off searching the globe right now for the finest in previously owned marine transportation. Joa. Have a look around. I'll be right back. Joa, sehen Sie sich Stan. in Ruhe um. Ihr Stan. Kriege ich denn eine Cola? Eine Grogmaschine hier. Benutzen. Hallo. Benutzt die Grogmaschine. Ja. Moment mal. Untersuche Grog. Grogmaschine. Diet Grog. Cherry Grog. Grog Classic. Caffeine-free Grog. And Root Beer. Ich hätte gerne einen koffeinfreien Grog. Benutze Grog mit Goldmünzen. So. Nothing. Schade. Es ist nichts passiert. Eine Goldmünze weniger. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier so auf dem Bootsteg haben. Kann ich vielleicht auch auf das Boot rauf I'm irgendwie? surprised this one is still afloat. Was steht hier? Asis? Aces? Wofür steht ASIS? Ah, a fixer-upper. Okay, Fuel Economy. Das heißt, ja, wie wir hier schon sehen können, diese Boote sind irgendwie alle leicht, ja, wie soll ich sagen, am Rande des Now Untergehens. that's a nice looking vessel. Das sieht wie ein gutes Schiff aus. Die haben hier überall Löcher und sind kaputt. Also, das muss auf jeden Fall repariert werden. Sonst haben wir hier gar nichts. Können zurück zum Pfad gehen. Ich würde sagen, gehen wir dann als nächstes zum Haus. Jetzt sind wir ja schon mal weitergekommen, an dem Troll vorbei. So muss das sein. Vielleicht klärt mich das Haus ja ein wenig auf. Gehe zu Schild. Untersuche Schild. Captain Smirk's Big Body Pirate Gym. General Prices. Smirks. Was? Sword training, 30 pieces of weight. Cannon firing, 160 pieces of weight. Balls extra. Grappling hook, 130 pieces of weight. Hook extra. Okay. Was ist, wenn wir den Pfad jetzt folgen? Ja. Dann komme ich ganz woanders hin. Dann öffnen wir doch mal die Tür und schauen uns im Fitnesscenter um I think hier. I'll knock. Ich werde mal klopfen. It'd only be Jo. polite. Los, Guybrush. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Hallo, würden Sie mich trainieren? Could you train me to be better than the sword master? Better than the sword master? You? You could Irgendwie. never be half the sword fighter Carly is. Ich dachte mir schon, dass er Even so with hours of lacht. hard work and sweat and blood.
I remember fighting side by side with Carla at Port Royal. The local constabulary had us cornered. It looked like we were done for, but then she said... But I digress. You just don't have what it takes. Bin ich doch. But you still have what it takes. You do not. Doch, bin ich. I do so. You do not. Bin ich doch. I do so. No, I like your spirit. I'll do what I can. Of course. Gut. It'll cost you. Ja, Gold haben wir ja dabei. Ich habe 30 Goldstücke. Well, I've got 30 pieces of eight. Für Schwerttraining. Say no more, say no more. Let's see your sword. So, okay, sehen Sie mal. Okay, check it out. Yes, this is a nice one. Let's get to it. Gut, dann werden wir jetzt offiziell trainieren hier in unserem kleinen... Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it. Oh, ziehen wir unser Schwert. Cha-chang, cha-chang, cha-chang. You fight like a dairy farmer. Was? I usually don't waste my time with vermin like yourself. But seeing as this LeChuck thing has put a cramp on business, I got no choice. I need the money. Yes. Ich kämpfe nicht wie ein Bauer. This is gonna take some special measures. Just want you to know, I don't do this with everyone. It's only because I feel that special student-mentor pieces of eight bonding that I'm going to these lengths. I'm gonna put you up against the machine. Was? The machine? Was ist das? Oh, ich bin... Yikes. Was? Come at me. Don't be afraid, you won't hurt me. Advance, thrust, recover, parry, repulse. Use your forte against the foible. Use your forte against the foible. Watch your footwork. No! Beat first, then lunge. Hours later. You're starting to get the hang of it. More hours later. Not bad. You got good form. Now I'm gonna let you in on the true secret of sword fighting. Das ist ja herrlich. Sword fighting is kind of like making love. It's not always what you do, but what you say. Any fool pirate can swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. But the pros, they know just when to cut their opponent with an insult. One that catches them off guard. You see, kid, your wit's gotta be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Okay. Imagine this. We're fighting up a storm. Just like Carla and I were doing at Port Royal. There's a sudden break in the fighting, and I say to you, you fight like a dairy farmer. You respond with? Dann antworte ich mit, deine Mutter aber auch. So is your mother. Oh. I can see we've got a lot of work. Stimmt, das war vielleicht doch nicht so schlau. You should have responded with something like, how appropriate, you fight like a cow. You see? Yes. It's razor sharp wit like that wins fights. Let's try another. Okay, nochmal. Imagine this. You're trapped up against a wall. My sword just slashed two cuts into your face. I say, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. You respond with? Also bevor du mich wie ein Schaschlik... Deine Mutter aber auch. Bevor du mich wie ein Schaschlik zerspießt. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. How appropriate. You fight like a cow. No, no, no. Was? That was the response from the last insult. Ja, Doesn't even make sense when used here. Entschuldigung. Oh, es tut mir leid. A correct response to, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab, would have been something like, first, you better stop waving it around like a feather duster. Ja, aber das konnten wir doch eh nicht auswählen, Leute. Now, I suggest you go out there and learn some insults. I can't help but feel like I've been ripped off. I'm sure you're feeling something similar. Darf ich wiederkommen? There's no answer. Oh.
Mir wird erst gar nicht geantwortet. Na, das ist auch schön. Gut, wir sollen ein paar Beleidigungen lernen. Ja, wo können wir die denn mal lernen? Das ist jetzt witzig. Ich könnte mal als nächstes Handelsplatz für gebrauchte Schiffe. Moment. Ja, hier ist ja keiner. Ich würde jetzt erstmal zum Troll gehen. Und ich weiß nicht. Ach, der ist hier gar nicht mehr. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder ins Dorf und schauen, ja, ob es da jetzt irgendwie weitergeht, ob es da neue Anzeichen für Leben gibt. Und mit Leben meine ich, ob die Voodoo-Frau wieder da ist oder weiß ich nicht, ob wir irgendwie weiterkommen. Auf jeden Fall habe ich echt das Gefühl, habe ich jetzt 30 Goldstücke weniger? Ja, ich wurde da echt verarscht. Also irgendwas beigebracht hat er mir ja nicht so wirklich. Sonst fragen wir jetzt einfach nochmal in der Scamba nach Beleidigungen, wenn es sein muss. Aber ich wollte jetzt eigentlich erstmal nochmal so einmal in die Stadt. Da hätten wir sogar noch den hier, der guckt wie ein Bekloppter. Aber, redet ihr jetzt endlich vielleicht wieder mit mir? I'll just be running along now. Gut. Wie geht's denn nun weiter? Verdammt. Hallo, Voodoo-Frau. Bist du denn endlich da? Hallo. Jetzt, komm schon, sei doch mal da. Ich brauche deine Hilfe. Hey, I'm back and I'm ready to know more about the future. Guess no one's here. Das gibt es doch gar nicht, Leute. Das gibt es nicht. Gut, dann Tür auf und rausgehen. So, dann, ja, würde ich sagen, als nächstes. Da haben wir ja schon mal etwas Fortschritt gehabt. So ein bisschen. Die Tür vom Shop ist noch auf. Aha. Ahoy there, Hallo. Fancy-Pants. Hallo. What do you want? Ja, I'm looking for the Swordmaster of Melee Island. Look, I told you she doesn't want to see you. Maybe if you asked her again? I guess I could hike all the way over there. Again. Be right back. And don't touch anything! Gut, gehen wir mal wieder zur Tür raus, weil das hat so ja auch wieder keinen Sinn. Am besten frage ich nochmal unseren kleinen Sträfling, ob der irgendwelche Beleidigungen weiß. Hallo, aber der redet ja nicht mit uns, oder? I told you. I don't have much more to say. Ja, sehr schön. Dann hätte ich jetzt eigentlich so gesehen mal wieder gar nichts zu tun. Wir können nochmal hier zum Haus der Gouverneurin. Und mir fällt gerade mal ein, wir haben ja noch diesen Fleischhaufen, aber den verputzen die hier ja wie sonst was. Und in der Zeit komme ich auch nicht vorbei ins Haus der Gouverneurin. Hier sind die tödlichen Piranha-Pudel. Und nur mal so als Beispiel. Some sort of meat or meat-like substance. Und wenn ich das jetzt zu diesen Hunden gebe, dann, ja, wir könnten hier vorbeigehen, aber weiter kommen wir nicht. Ja, dann würde ich sagen, das war's eigentlich erstmal wieder so für, weiß ich nicht, war das jetzt wieder ein Part oder? Also, dann mache ich die Folgen einfach länger. Das war's jetzt so für diesen Abschnitt Monkey Island. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder hier im Dorf. Ja, mal schauen, wie es weitergeht, ob ich dann vielleicht ein bisschen klüger bin. Ah, da ist noch so ein Pirat. Ja, ich würde sagen, ich speichere das Spiel hier den unteren. So, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder hier bei Monkey Island. Tschö.